Hallo ihr Lieben, weiter geht es bei dem sehr spannenden Spiel Visage. Mit dabei ist der bekannte Lori. Und die bekannte Kranicha. Ja. Ach Mensch, du, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon hier wieder zittern. Wo sind wir denn hier gelandet, sag mal? Das ist doch irgendwie seltsam hier. Wir sind durch ganz viele Spiegel gegangen und dann sind wir auf einmal da. Aha. Oh, Vorsicht. Was denn? Da war irgendwas. Was denn? Also wir hatten beim letzten du, Mal ja... Ich sehe hier nichts, das ist vielleicht auch besser. Okay. Wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, wir müssen irgendwo hin. Hier sind auch noch so freie Plätze, ne? Mhm. Ach, gut. Guck mal da, da konntest du interagieren. Ach, warte mal, echt, ja? Mhm. Nichts. Okay. Das ist irgendwie eine Zeichnung, okay. Das heißt, aber ich würde jetzt gerne lieber erstmal der, also wir hatten ja beim letzten Mal diesen Tee gefunden, hier ist auch irgendwas. Mhm. Und oh, das ist mir hier, also ich möchte jetzt gern ungern hier starten, das überlasse ich dir, da kannst du dann dich richtig austoben, hier jede Figur dir ganz in Ruhe angucken und ich wollte doch jetzt erstmal den Tee der Dame bringen. Die ja, bei der letzten Folge sind wir einfach durch so ein, in so einen Spiegel rein. Komme ich hier nicht mehr raus? Oh nein. Und da sind wir durchgebrochen. Ach, ich habe gedacht, ich hau jetzt hier ab und gehe. Und bring jetzt erstmal den Tee, verstehst du? Mhm, mh. Und überlass dir dann hier das wunderbare Rätsel, aber da geht's auch weiter. Durch. Hm. Ja, also genau, wir haben. Oh Gott, was ist hier los, ey? Wir hatten ja den Tee gefunden. Okay, bloß weg hier. Dum, mhm. Dadum. Und den wollte ich dir jetzt wieder bringen. Haben wir eigentlich den Hammer? Bin ich hier? Loris? Ich weiß nicht, da unten liegt was. Eine Kurbel oder so. Okay. Mann, 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 du. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich das aus... Kannst du dich vielleicht mal ducken? Ja. Aha. Ach, jetzt war aufheben. Ja. Das ist genau das, was wir in diesem anderen Spiel brauchen. Perfekt. Mechanische Kurbel. Bei dem, da wo die Kreuze waren, ne? Ja, das sah nämlich genauso aus wie hier. Mhm. Da vorne ist auch eine Kurbel. Aha. Also ein Loch für eine Kurbel. Hier meinst du, ne? Mhm. Ah ja, gut. Gut, aber hier ist wenigstens Licht. Hm. Moment. Ja, die Kurbel fehlt. Aber die hast du, genau. Ah ja, die kann ich hier nicht verwenden, siehst du? Mhm. Gut, also die Treppe will ich nicht runter. Ich will hier gerne weg. Ich möchte gerne zur Teeparty. Ich bin hier eingeladen. Mhm. Ich komme zu spät. Na dann los zur Teeparty. Ja, wie komme ich hier raus? Ah, die Kurbel fehlt. Aber Moment, ich glaube, das ist hier noch nicht unsere Kurbel. Doch. Hm. Doch wohl. Mhm, Wohl doch. Na, Hauptsache hier wird's heller. Mein Feuerzeug ist auch gleich. Aber ich muss doch was sehen hier. Ich sehe doch nichts. Hier fehlt die Kurbel. Nee, die Kurbel fehlt ja überall. Aber probiert nochmal die Kurbel an der Stelle. Dass ich die mitnehmen kann? Hm. Ach Moment, du meinst, ich habe die immer jetzt dabei? Ach, ja, na klasse. Ach Mensch, toll. Ich dachte, das... Naja, egal. Dafür spielen wir ja zu zweit. Mhm. Ja, du musst da dorthin gucken. Ja. So, jetzt. Die Kurbel fehlt. So, jetzt. Aha. Gut. Gut, gut. So, hier muss ich jetzt auch wieder hingucken. Und die Kurbel auswählen. Nee, nee, schon genau in der Mitte, in die Mitte ja, auf ja, das ja, ja. So. Ding gucken. So. Das ist nichts für schwache Nerven, das Spiel. Mhm. Ja, das, ja. Mhm. Warte mal, brauche ich das leere Feuerzeug eigentlich noch?
Nee. Moment, aber warte mal. Wie kann ich das denn fallen lassen? F halten. Das war's. Also ich drücke F. Und dann links halten. Gut. 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 Das ist zu dunkel hier. Ich mach erstmal da vorne. Vielleicht geht's ja hier doch jetzt. Mhm. Man braucht ein bisschen Geduld hier. Siehst du? Mhm, mhm. Dann ist gar kein Problem. So, nur noch ein paar. Okay. Tut mir leid, aber es ist so dunkel hier. Wenn ich hier erstmal eins anhab, dann brauche ich das, glaube ich, nicht mehr. Na? Ob das, warte mal, ob das unten sogar auch was mit den Figuren verändert? Es wird auf jeden Fall auch unten heller. Aber ich wollte doch das hier mit den Figuren nicht machen. Ja. Ja, manchmal hat man einfach keine Wahl, ne? Haben wir alles an? Das könnte sein, ja. Sieht so aus. Ich kann nicht abhauen, ne? Mhm. Besteht keine Möglichkeit, ne? Nee. Ich muss wieder runter. Mhm. Okay. Na gut, kein Problem. Also dann gehe ich einfach später zur Party. Dann gehe ich jetzt erstmal hier gucken. Vielleicht kann ich ja ein paar Leute mitbringen. Ja. Ne, weil der Tee wird ja ausreichen für alle. Mhm. Vielleicht hat einer ein bisschen Kuchen dabei. Oder ein paar Kekse. Oder ein Käseigel. Oh ja. Vielleicht kannst du jetzt die Zeichnung erkennen. Aha. Oh mein Gott. Hier ist nichts, ne? Also nichts, okay. Gut, muss ich einfach jetzt alle durchgehen, ne? Weiß nicht. Da ist ein Auge. Ja. Da scheint ein Auge, ne? Mhm. Ein Auge. Mond. Auge, Mond. Sollen wir uns da irgendwas notieren? Schmetterling. Soll ich mal aufschreiben? Augen, Mond, Schmetterling? Ich weiß das doch sonst nachher nicht mehr. Mhm. Auge, Mond, Schmetterling. Die Reihenfolge weiß ich natürlich dann aber nicht, ne? Also. Ja, wir müssen uns merken, wo der Schatten, wo der Stuhl drauf guckt, dann wissen wir, okay, die Reihenfolge. Mhm. Gar nichts. Sieht aus wie ein Totenkopf, ja. Hm. Oder Schädel. Puh. Nichts. Nichts. Gut, dann hab ich doch hier angefangen, ne? Ja, das war auch nichts, ne? Okay. Warte mal, wir müssen jetzt noch mal, jetzt begreife ich das hier. Hier war doch dieses Rätsel. Mhm. Und da war doch dieses, da stand doch irgendwie was. Weißt du? Okay, zweiseitiger Mond. Traum habe ich nichts. Ein Mond haben wir. Zweiseitiger Mond. Der in einem Nebel verschwindet, haben wir nichts. Aber Schatten hätten wir. Ach nee, das kommt nochmal. Legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Wir haben Mond und Schatten. Was also ist ich mit kann Nebel? Ja nochmal.
Bitte? Was ist mit Nebel? Also ich sag dir nochmal die Worte, ja? Auge, Mond, Schmetterling, Schatten, Schädel. Ja, kannst du nochmal auf die englische, auf das englische Original tippen? Dass wir auch nochmal gucken, was hier so ein bisschen unterstrichen ist, ne? Also clouded vision, das wäre ja dann die Wolke. Eine Wolke, clouded vision. Oder vision wäre Auge halt. Vision. Ja, das könnte ist doof übersetzt. Tatsächlich, ja, absolut. Bei dem schuldigen Schatten. Also Mond und Schatten, das sagt mir jetzt, aber ich weiß überhaupt nicht. Also Mond, Auge, Schatten. Mond, Auge, Schatten. Und was muss man dann machen? Welche Reihenfolge? Erst Mond, dann Schatten. Nö, dann Auge. Ach, dann Auge, entschuldige. Und dann Schatten. So, jetzt, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Zeig mal den Zettel. Wir sind ja im Kreis gelaufen. Also hier war der Toten, der Schädel. Sagst du mir jetzt nochmal das erste? Mond, Auge, Schatten. Erst Mond. Wo war das? Du hast mir jetzt meinen Zettel weggenommen. Weiß ich nicht. Aha. Das brauche ich. Na gut. Ja. Also hier ist das Auge. Ja. Und wir sagen ja aber erst Mond. Gut, also das Auge ist hier hinter, genau hinter dem Stuhl. Hier, Auge, Mond. Also erst das, der Mond, haben wir gesagt. Was soll ich jetzt machen? Klicken? Weiß ich nicht. Oder wir machen vielleicht nur dort das Licht auf diesen... Das ist ja eine gute Idee. Auf diesen Bereichen. Oh, aber das dauert ja, das ist ja heftig lange. Aber das ist ja, das ist, ich glaube, du hast recht. Das dauert nicht lange. Aber woher weiß ich, wie das oben ist? Ja, wir malen uns einfach das auf. In der Mitte ist der Stuhl, der zeigt, der guckt irgendwo hin, in eine Richtung. Und das ist dann, sagen wir mal, die 2. Ja, aber ich weiß doch oben nicht, wie das ist. Da kann man doch runtergucken. Dann sehen wir doch, wir sehen doch von oben den Stuhl. Okay, also hinter dem Stuhl ist das Auge. Okay, und rechts davon... Brauchst du ein Stück Zettel? Nee, das können wir uns doch merken. Ich kann mir das überhaupt nicht merken. So, rechts davon. So, genau dahinter ist das Auge. Da ist der Mond. Und also jetzt brauchen wir noch... Links von dem Stuhl, ne? Nee. Wenn du der Stuhl bist, dann links. Also, nee, hier, also Rückenlehne. Dann ist hier der Mond. Ja, gut, okay. Ja. So, und jetzt müssen wir noch, dann kam Schmetterling und dann kam Schatten. Ich glaube, hier ist der Schmetterling. Und dann kam der Schatten. Ich gehe nochmal kurz rauf. Ja. Okay, ja gut, dann probieren wir es mal so. Und das ist, warte mal, Schatten ist hier. Schatten. Gut, dann gehe ich wieder nach oben. Das war hier lang, ne? Nee. Ach. So, hier in der Mitte kann ich auf den Stuhl gucken. Also richtig kann ich es nicht erkennen. Dann lauf mal rum. Einmal rum. Dann scheinst du jetzt gerade auf der Seite zu sein, wo die Lehne ist. Genau, da ist die Lehne. Okay, also genau.
also genau, dahinter und rechts mache ich erstmal. Da muss, nee, da muss es anbleiben. Mhm. Das heißt, hier muss es aus. Mhm. Jetzt haben wir alles so schön angemacht. Naja. Dann muss das hier hinten aus. Mhm. Hier hinten in der Ecke auch. Mhm. Davor auch. Hier auch. Hier muss bleiben und hier muss auch aus. Mhm. Okay, es passiert irgendwas, ne? Hast du es gemerkt? Ja, wo du hast du auf den Boden geguckt. Vielleicht ist es unten was passiert. Mhm. Ich muss runter, ne? Mhm. Mhm. Wo ist eigentlich der Hammer hin? Weiß nicht. Den haben wir vielleicht verloren. Mhm. Warum habe ich irgendwie Herzklopfen? Zu viel Kaffee getrunken. Mhm. Der Stuhl ist weg. Mhm. Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss runter, ne? Ja. Okay. Oh mein Gott. Wie komme ich denn hier runter? Panik. Hallo? Okay, sie geht auf. Gut, ich brauche das Licht hier nicht. Oh Mann. Hier ist diese tolle Katze. Mhm. Okay, wir sind wieder zurück im Haus. Oh mein Gott, Loris, das ist überhaupt nicht für meine Nerven, du. Nee. 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 Gut, also ich hatte mir aufgeschrieben, um zur Teeparty zu kommen. Also wir hatten ja das in der letzten Aufgabe. Also erstmal, dass wir das gelöst haben. Das ist dank dir, also dass du da meintest mit dem Licht. Haben wir den Tee jetzt? Ich guck nochmal. Wir haben den Tee. Ne? Ja, okay. Rechts, ja, neben der Kiste, Kassette. Hier. Nein, das ist nicht der Tee, das ist die Karte. Hä? Ach so. Das ist da drunter. Das ist der Tee. Das genau. Hier? Ja. Okay. Müssen wir wieder in diese komische Garage, in diesen Vorratsraum? Mhm. Kamen wir hier auch da durch? Ja, hier ist es. Ich glaube schon, ja. Und da sind wir durch das Fenster. Ich muss gucken, ob es hier ist oder da. Nee, hier geht's wieder raus. Also da, wo diese Puppe war, ne? Ja. Hm. Ich muss Licht anmachen. Ich hab so Herzklopfen. Genau, ja. Hier war's. Ja. Hier war's, ne? Mhm. Magst du hin? Nee. Aber wo ist die Frau hin? Okay. Warte mal hier. Okay, das Wasser ist heiß. Das heißt, hier ist der Tee. Mhm. Du brauchst beide im Händen. Oh, ja, okay.
Warte mal. Okay. Schön beide Hände nehmen. Ja. Ja. Oh, mein Herz klopft ohne Ende. Oh Gott. Okay. I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Nee, oder? Nein. Also, nee, das ist doch nicht ganz normal, das Spiel. Hm? Der ist im Ofen drin. Ich kann dich nicht verstehen, es tut mir leid. Ich sag doch was. Hm? Ich sag doch was. Ich verstehe dich nicht. Die Musik ist zu laut. Ja, wir haben es nicht geschafft. Ich kam nicht aus dem Ofen raus. Mhm. Also jetzt hörst du mich wieder, ja? Ja. Warum hast du mich gerade eben nicht gehört? Weil die Musik war zu laut. Ach so. Was hattest du gesagt? Wir waren im Ofen eingesperrt. Und da müssen wir raus. Mhm. Also das ist jetzt der nächste Schritt, dass wir aus dem Ofen, da müssen wir uns gar nicht der Situation aussetzen. Na, ich würde das nochmal versuchen mit dem Ofen, oder? Okay. Dann bin ich ja hier lang. Also ich würde das nochmal versuchen, mit dem aus dem Ofen befreien. Aber wie macht man das? Den Hammer haben wir ja nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, den mussten wir jetzt auch nicht mehr nehmen. Vielleicht haben wir gleich das erste Level abgeschlossen. Mhm. Was meinst du, was sollen wir machen im Ofen? Er hat ja gegengetreten. Du kannst dich umgucken. Vielleicht hatte ich noch was im Inventar. Da hatte ich jetzt ja gar nicht reingeguckt. Das war jetzt natürlich mein Fehler. Aber ich finde das echt komisch, das Spiel, muss ich dir sagen. Aha. Also hier kann ich leider noch nichts vorbereiten. Soll ich es nochmal versuchen? Mhm. Okay. Dann muss ich erstmal das Feuerzeug weglegen. Willst du denn für dich die Musik leiser machen, dass du gleich mir helfen könntest mit dem Das Tipp? Geht gerade nicht. Wir haben okay, bin ich auf mich allein gestellt. Ja. Du hörst ja dann nichts. Ja. I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Ha! Ha!
Ich hab's geschafft. Gut. Wie passt man da in so einen Ofen rein? Ich möchte nicht mehr zur Teeparty. Guck mal, da ist wieder der Dings. Nimm den mal besser. Ich nehm beides, ja? Oh, ein Stern. Ja. Den okay. Also wir können das an das Mobili hängen. Ja. Okay. Damit können wir oben in können wir die Ach, warte das mal, Fenster da aufbrechen. Steht doch Kill, das ist Rattengift. Auf einmal ist da Rattengift. Ach so. Okay. Komisch. Okay. Hier komme ich nicht weiter, oder? Komme ich jetzt weiter? Nee. Was wolltest du sagen? Mit der Brechstange können wir das Fenster öffnen. Also ich gehe jetzt erstmal wieder hier raus. Oh Mann, ey. Ich weiß leider nicht mehr, wo das Fenster war. Ich wollte gerne auch nochmal, hast du dein Fotoapparat da, wo du letztens das Foto gemacht hast von den Bildern? Nee, den könnte ich aber schnell holen. Ja, weil ich würde nämlich gerne einmal nochmal da rein, ich würde gerne einfach so, weißt du, so zum Abschluss für mich so ein kleines Rätsel machen. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich will ich gehe jetzt erstmal wieder hier ins Helle. Was ist das? Moment. Man kann mal nur eine Lampe. Ach so, ne, ach so, okay. Eine Kerze reinmachen. Na gut, Kerze verschwendet. Nee, da kommen wir nicht einfach so hoch. Wir müssen durch den Spiegel durch. Hast du es? Ja. Durch den Spiegel durch. Okay. Wo sind wir hier? Na, wir sind in diesem Keller, aber halt in diesem komischen weißt du, alternatives Universum. Muss? Guck mal rechts. Rechts hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich glaube, du kommst dadurch und dann fällst du irgendwie runter. Mhm. Wieder in den in das alte, ursprüngliche Haus. Okay, soll ich das mal machen? Ja. Puh. Also er wollte sie ver... Du meinst hier lang? Nee, da kommen wir doch nur wieder in diesen komischen Keller. Er wollte sie vergiften mit Rattengift. Dann hat sie das rausbekommen. Siehst du, hier ist es mit der Waffe wieder. Ja, aber dann gut, dann kannst du dich wenigstens hinrichten, dann kommst du wenigstens wieder hoch. Nein, das will ich nicht. Na gut, dann weiß ich aber auch keinen anderen Weg. Und dann hat sie ihn umgehauen? Und dann waren wir in der Sauna? In der Sauna, ja, genau. Hier sieht das doch ganz gut aus. Hier war da auch noch ein Spiegel, ne? Kannst du dich erinnern? Aber da muss ich jetzt nicht, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie es lang geht. Ich will eigentlich wieder ins Haus rein. Normal ins Haus rein. Dann geh mal durch den Spiegel da. Okay. Oder hier? Oder hier. Ich glaube, da warst du gerade eben. Okay, da komme ich einfach wieder zurück. Also, entschuldige, was hast du gesagt? Ich soll wo durchgehen? Na, geh einfach mal irgendwo durch. Ja. Ach, die Vase. Toll. Dum-dum-dum. Hallo. Ach, hier war doch auch was. Da konnten wir aber noch nicht. Vielleicht können wir jetzt. Okay.
Das müssen wir uns aber merken. Der Schlüssel zum Stromraum haben wir doch. Ach so. Mit dem Blitz? Mhm. Gut. Mhm. Haben wir noch genug Feuerzeuge? Ja, haben wir eigentlich noch. Na, guck dich doch erstmal um. Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Was soll ich mich denn jetzt hier umgucken? Hier ist noch eine Kassette, oder? Nee, ein Feuerzeug. Ja. Was meinst du denn mit umgucken? Na, was da ist? Da ist nix. Aha. Nix. Ist das jetzt nix für dich? In dem Vorratsraum war nix. Ich guck Zimmer für Zimmer. Kitchen. Okay, ich kann nur die Hauptsicherung machen. Mhm. Soll ich mich noch irgendwo umgucken? Loris? Nee, ich glaube, da ist jetzt nichts mehr zu sehen. Okay. Der Hocker ist jetzt im Lagerraum verstaut. Warum gehst du denn jetzt da wieder hin? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Dann ja, durch sag den mir Spiegel. Doch, dann sag mir doch, wo ich lang muss. Wir haben noch keinen Schlüssel jetzt dafür. Okay. Das ist für das Mobile, das ist wieder irgendeine Kurbel, Kassette. Also ich muss entweder hier lang oder da. Ich weiß es nicht. Hast du noch eine Idee? Nein. Okay. Soll ich hier mal hoch? Mhm. Thank you.
Super. Ist ja eigentlich nur noch eine Kurbel, oder? Ach nee, warte mal, da oben. Aha. Wofür brauchen wir denn jetzt einen Kompass? Oh. Hast du es gesehen? Ja, klar. Gut, ich merke, du bist auch ein bisschen ungeduldig mit mir, dann würde ich sagen... Ich bin nicht ungeduldig. Dann mache ich Schluss und du kannst dann in der nächsten Folge dahin laufen, wo du hin möchtest. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.